Ja, liebe Leute, es ist tatsächlich geschafft. Das, was ich nie für möglich gehalten habe, ist eingetreten. Der SC Freiburg hat tatsächlich gepatzt. Die haben nämlich nur unentschieden gespielt gegen den SV Sandhausen. Und wir haben ja unser Spiel gewonnen gegen Hannover 96 mit 5:2. Freiburg nur unentschieden gegen Sandhausen. Tatsächlich, ja. Die Freiburger seit dieser Niederlage im direkten Duell gegen uns kommen die nicht mehr auf die Bahn. Unentschieden Paderborn, unentschieden Sandhausen. Fakt ist, wir haben alles im Griff. Wir sind Tabellenführer, wir haben die deutlich bessere Tordifferenz, also verdoppelt so viel. Die Freiburger müssten, jetzt wir müssen patzen. Oder Freiburg muss es auf die Reihe bekommen, in zwei Spielen über 30 Tore, insgesamt 32 Tore aufzuholen. Das heißt, sie müssten jedes Spiel mindestens mit 20:0 gewinnen, um eine Chance zu haben, uns durch die Tordifferenz doch einzuholen. Wir sind, wie gesagt, Tabellenführer, wir wollen den ersten Titel diese Saison, den zweiten Titel. Und wie gesagt, wir hatten mal einen Rückstand nach dem direkten Duell mit über 10 Punkten. Das haben wir jetzt komplett alles auseinandergenommen. Freiburg hat einmal verloren, nämlich gegen uns. Zweimal mindestens unentschieden gespielt. Da war, glaube ich, doch irgendwo noch ein Unentschieden mit drin. Ergo, die haben dicke Punkte liegen lassen. Na gut, wir müssen schauen, dass wir jetzt in Düsseldorf gewinnen. Dann im letzten Duell gegen Karlsruhe. Genau, Freiburg hat jetzt Bremen und Hannover vor der Nase. Das sind erstmal die Dings. Darmstadt brauche ich jetzt gar nicht gucken. Die sind eh runter von der Dings, von der Liste. Für die geht's, ist es durch. Die sind auch Dritter in der Relegation. Das heißt, die drei Aufsteiger stehen, oder zwei Aufsteiger stehen fest. Der dritte Relegationsteilnehmer steht auch fest. Fürth, Hannover sind raus. Fürth war lange mal dran. Die haben wir ja zweimal ziemlich deutlich zweimal geschlagen. Mit 8:1 in Fürth und mit 2:1 im Heimspiel. Nach der Darmstadt-Niederlage hatte ich auch, beziehungsweise nach der Niederlage gegen Darmstadt, dem Unentschieden dann gegen Ingolstadt, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir tatsächlich dann zwei Spieltage vor Ende sogar noch als Tabellenführer dastehen. Dafür war der Abstand einfach viel zu groß. Ich hatte mich eigentlich schon gesehen, dass wir raus sind. Aber Fakt ist, wir haben auch nicht aufgegeben. Wir haben die letzten 8-9 Spiele gewonnen. Also sind wir jetzt Tabellenführer und können tatsächlich jetzt verteidigen. So, gehen wir rein ins Spiel, beziehungsweise in die Vorbereitung. Wir gucken mal im Posteingang, was da noch drin ist. Spieler verletzt, 4 Wochen Pause für Malcolm Kaketanua, der uns ja im letzten Spiel eigentlich nur Morgalla vertreten sollte, hat sich überdehnt, das Knie überdehnt. Das habe ich auch schon gehabt, die Geschichte. Sehr schmerzhaft, total ärgerlich. So, Sperre abgelaufen. Morgalla kann wieder rein. Scouting brauche ich nicht, Spieler gesperrt. Gut, das war eine alte Meldung. Das heißt, Kaketanua ist raus für diese Saison. Der wird definitiv nicht mehr zum Einsatz kommen werden. Es sind nämlich nur noch 3 Spiele. Ergo muss ich jetzt tatsächlich schauen, dass ich meine Mannschaft alles umbaue. Ja, wie gesagt, Düsseldorf als nächsten Gegner. Das wollen wir jetzt schauen, dass wir das schaffen. Und dann geht es Richtung DFB-Pokal. Ich gucke gerade, dann gibt es Karlsruhe. Ja, nein, tatsächlich noch Karlsruhe. Also wir werden die Saison jetzt noch durchziehen. Es sind 3 Spiele. So, Trainerauszeichnung, was habe ich bekommen? Du bist Trainer des Monats. Ja, welche eine Überraschung. Die hätte ich nicht gedacht, dass ich die bekomme. Ich werde keine Pressekonferenz reingehen, sondern ich werde zum Spiel direkt springen. So, Morgalla darf ran. Heute mal wieder vom Beginn. Nein, da war nicht. Der hat sich jetzt tatsächlich das ein oder andere Mal ein bisschen, was Dings betrifft, leider zu sehr übernommen. Ergo, Morgalla raus auf die Bank. Für ihn neu von Pichowski jetzt rein. Gehen wir rein nach Düsseldorf. Die Merkur Spielarena. Ja, wir müssen patzen. Also wenn wir jetzt tatsächlich nicht gewinnen, dann würde ich fast sagen, war es das. Wenn Freiburg nicht gewinnt. Die haben ja auch noch mit dem Bremer noch eine Richtung offen. Die Meisterfeier. So ein wenig Hilfe der anderen Teams ist nötig, aber es kann klappen. Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live. Genau, das heißt, es müsste jetzt heute ein Sieg in Düsseldorf und die Freiburger müssen gegen Bremen verlieren. Dann sind wir Meister heute. Durch das
Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und vielleicht können die Gäste heute tatsächlich Meister werden. Könnte eine packende Partie werden. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg geben. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich top motiviert. Boah, Dreierpack gegen Hannover 96. Das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Drei Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute mal anknüpfen. So. Hier sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Kommen wir zur heutigen Aufstellung der Gäste. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Jo, die brauchen eigentlich nichts ändern. Das ist wie gesagt von Fioski für Morgalla. Morgalla leider Disziplin momentan ein bisschen das Problem. Wie gesagt, 4 Platzverweise. Mindestens diese Saison, 2x60, jetzt das letzte Spiel. Und los geht's. Und dann gegen Paderborn. Ebenfalls mit Notbremse vom Platz geflogen. Naja, mal schauen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir Düsseldorf gepackt bekommen. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht von unserer Auf, wäre. Und er pfeift abseits. Abseits? Ernsthaft? Er pfeift den Vorteil weg und pfeift auf abseits. Okay, nicht schlecht. Why not? Appelkamp. Unaufhaltsam. Alter, da. So, hauen. Vielleicht sein vorletztes Spiel, dieses als Nummer 1. Wie gesagt, ich denke, dass Noppert die Nummer 1 wird in der zweiten Liga, in der Bundesliga. Heute könnten sie ans Ziel kommen, der Titel ist möglich. Aber dazu müssen ja auch die anderen Mannschaften mitspielen. Sie sollten sich erstmal auf ihr Spiel konzentrieren. Genau so ist es. Und dann ist es das 1-0. Statt jetzt ist es. Wer ist das noch nicht? Weil Freiburg muss das mal verlieren. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Schöne Flanke, Verteidiger steht komplett falsch. Und dann ist es das Tor. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Aber es wäre zumindest der Schritt. Und der nächste Gegner, wie gesagt, ist der KSC. Die haben mal im Pokal geschlagen, aber haben in der Liga 3-0 verloren. Da haben die alles gefühlt getroffen, was es ging. Ball läuft da gut jetzt. Ah, schade. Energischer Zweikampf geht mit Eckball weiter. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten sie nutzen. Es geht jetzt. Die Ecke kommt rein. Guter Einsatz, das war wichtig. Erstmal damit da auch. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Abstoß, Ball war draußen. Abstoß, der Ball ist weg. Wenn es im Titelkampf noch eine zusätzliche Motivation brauchte, dann haben sie die jetzt. Er ist zum Trainer des Monats gewählt worden. Ja, tatsächlich. Das war ziemlich klar, dass er das wird. Stellt die Mannschaft immer wieder perfekt zusammen und auf. Es läuft. Ihm zu verdanken, ist ein toller Trainer und man spürt immer wieder, was er taktisch, spielerisch, hey, motivationstechnisch alles drauf hat. Er kann sich durchsetzen. So. Das jetzt war ist gerade. Ist das das so? Apoma, wir haben eine gute Situation, aber kommt nicht dazu, diese Situation zu nutzen. Klasse Einsatz! Appelkamp, wieder Ballgewinn. Düsseldorf ist der bekannte, unangenehme Gegner, wie gesagt.
Der KSC ist vermutlich einfach. Ja. So wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Das kann ich wie die mit dem Abschied. Ob die was mit dem Abschied noch zu tun haben, wie weit drin so unten. Das ist aber jetzt nicht die heutige Aufgabe. Es ist nämlich das 1:1 gegen Düsseldorf. Stand jetzt sind wir eben nicht Meister mehr. Wir müssen heute gewinnen bei Freiburg. Dran. Eine schnelle Antwort finden. Ich schaue nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Mai. So, und wieder ist es eine Ecke, die uns das Gegentor bringt. Da mit dem Kopf zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Nur boah. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Das hat sich so ein bisschen angedeutet. Guter Zweikampf. Eckloff! 2:1! Spiel wieder Richtung Bayreuth gekippt! Eckloff ist auch jetzt gegen 2:3 durch. Es bleibt spannend. Die Frage ist. Ja, das war Freiburg. Ne? Ich habe bei denen noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die wie die spielen. Aber wir haben die Aufgabe zumindest mal angenommen. 5 Minuten später das 2:1 wird erzielt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Und Eckloff übrigens mit Tor Nummer 27 in dieser Saison. Guter Pass jetzt. Schön. Den Perry. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Felix Klaus. Sobotka. Erfolgreich gegrätscht. Jawohl. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und der Ball ist Effizienz. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir in die Pause reinkommen mit diesem 2:1. Das ist jetzt erstmal das Wichtigere. Da ist er da. Oder vielleicht sogar nachlegen. Das wäre natürlich genial, aber schauen. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, Gefahr. Drei ist der Torschütze. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Eine Minute. Kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Und dann ist Pause. Pause in dieser Partie. Und wenn alles so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute. Das wäre ein Riesenerfolg. Aber ja, wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft, die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. Die Frage ist, was macht der SC Freiburg? Wenn sie nämlich verlieren, ich weiß nicht, wenn die vorher schon verloren haben gegen Bremen, tatsächlich, ist das die Leute drin? War es das mit dem Sieg? Weil das werden sie nicht mehr aufholen. Ja. Schade. Ja, ich kann sein, dass die Freiburger tatsächlich schon das Spiel vorher verloren haben. Felix Klaus. Da kommen sie im Ball. Das wäre natürlich das Ende. Schönes Zuspiel hier. Da kommt der Vorstoß, aber die Fahne ist oben. Abseits, klar, ja. Das ist Abseits. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Hier hat es eben nicht hundertprozentig funktioniert. Und deshalb auch. Machen wir heute den Titel klar, kommen wir gegen Karlsruhe im letzten Spiel mit der B11 auftreten. Und dann können wir den Spieler, die nämlich dann irgendwann den Verein verlassen werden, nochmal eine Chance geben. Doch weg. Ja, schade. Ich dachte, der kriegt den doch irgendwie rum. Ja, er ist schnell und richtig, er gibt Vorteil. Pass kommt nicht an. Piri. Ulrich. Viel Übersicht bei diesem Pass. Guter Steilpass, Buschi, aber dann kommt die Fahne. Abseits. Ja, das war eng. Ich glaube, ja, ich glaube das nicht, dass die Freiburg wirklich in Bremen verloren haben. Weil die sind momentan komplett durch den Wind. Die sind raus, was das momentan betrifft. Weil die haben jetzt, wie gesagt, die haben Niederlage gegen uns kassiert, haben 3 Spiele in Folge nicht gewonnen. Wenn sie gegen Bremen nämlich wieder verlieren, wenn sie verlieren, sie, müssen wir unsere Aufgabe lösen. Das heißt, hier gewinnen oder das letzte Spiel gegen Karlsruhe gewinnen. Düsseldorf kann über außen kommen. Aber jetzt ist der Ball weg, da machen sie nichts aus dieser Szene. Scheiße.
Es war schlecht gespielt. Das ist ein bisschen besser. Felix Klaus. Ja, Ball erstmal. Gold. Sterner. Läuft da mit. Sterner! 3-1! Yes! Scheiß drauf, dass wir es nicht zu 0 machen. Wir führen jetzt mit 3-1 bei Fortuna Düsseldorf. Jetzt, das nächste Gegner ist im Heimspiel der KSC, die wir ja im Pokal geschlagen haben, aber in Karlsruhe verloren haben. Wie dieses Tor entstanden ist, die Flanke kommt und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. 3-1, ja. Jetzt zählt es irgendwie so ein bisschen. Ah, scheiße. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten. Wie gut geholt, aber dann schnell wieder verloren. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ferry, gut gemacht. Ja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne, aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torschancen. So da, Schiri, das war doch nichts. Ich habe nur einen Ball auf den Körper dazwischen und gestellt. Hier sehen wir jetzt den Wechsel. Sie versuchen viel, um hier wieder ins Spiel reinzukommen. Aber diese Chance können Gott sei Dank nichts passiert. Und man spürt, da geht vielleicht noch was. Ah, schade, die Idee war gut. Ist gut aufgepasst, aber vom Verteidiger dort. Die Gäste führen hier klar, wir sind mittendrin in der Schlussphase. Gutes Spiel, kann ich nicht sagen. Noch. Der Spielstand zeigt das ja auch. Mit 2 sind sie vorne und ich glaube, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Jetzt ist er vorbei. Noah! Gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Schade. Felix Klaus. Sie haben den Ball. Oh, da Gudo, super gelöst da jetzt. Er sagt gerade an, lass mich gehen. Jetzt die Flanke. Abwehr macht zu. Pech. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Erstmal ist dieser Ball hier weg. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Und damit ist es klar. Fakt ist, letztes Spiel gegen Karlsruhe, gewinnen und dann sind wir tief. Haben wir es geschafft. Sie sind Meister. Echt jetzt? Haben die Freiburger verloren? Sie haben den Titel. Eiskalt schlagen sie zu, holen sich das Ding und jetzt freuen sich alle schon auf das Heimspiel. Ja, mit der Liga-Primus 4 Spiele in Folge nicht gewinnen. Das entscheidende Spiel gegen Bremen verliert. Ja, wie gesagt, wir haben sie geschlagen im Topspiel mit 4-2. Und räumen, und Freiburg räumt dann nichts mehr ab. Patzen gegen Sandhausen unentschieden. Spielen gegen Paderborn unentschieden. Verlieren scheinbar in Bremen. Ich habe kein Ergebnis. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Aber wir müssen gleich mal gucken. Ich brauche jetzt keine Interviews. Ich möchte jetzt gerne kurz drauf. So, Frage, haben wir den Titel tatsächlich jetzt geholt im Spiel, im vorletzten Spiel? Hätte ich nicht gedacht. Warte mal, müssen wir gleich gucken. Tatsächlich, ja. Die Freiburg haben verloren. Die haben gegen Bremen verloren. So ein bisschen, was ich gehofft hatte, dass sie das nämlich tun. Wir haben die leider gespielt gegen die. 2-1 in Bremen verloren und damit ist der Titel klar. Und damit sind wir tatsächlich noch Meister. Wie gesagt, wir haben über 10 Punkte Rückstand, oder wir haben 10 Punkte Rückstand gehabt auf den SC Freiburg zwischenzeitlich. Wir waren eigentlich weg vom Fenster. Die Freiburger waren ungeschlagen. Patzen dann tatsächlich, glaube ich, im Heimspiel war das sogar gegen Karlsruhe, die wir jetzt nämlich als nächsten Gegner haben. Und dann war's da, waren wir da definitiv raus aus dem Thema. Ja, dann
Ja, geil. Ich freue mich irgendwo gerade so ein bisschen. Ich muss das zugeben. Es ist tatsächlich unerwartet. Ich hätte nicht erwartet, dass die jetzt 4 Spiele in Folge gar nichts auf die Reihe bekommen. Weil vorher waren sie nämlich komplett weg. Wie gesagt, die waren ja lange ungeschlagen. Ich glaube, fast die ganze Halbserie waren so ungeschlagen. Und dann haben sie die Niederlage kassiert. Und dann, ja, wie gesagt, dann haben wir sie jetzt im Topspiel geschlagen, kurz vor dem Ende. Sind bis auf 4 Punkte ran und sie spielen halt zweimal unentschieden. Verlieren jetzt das Spiel gegen Bremen, was ich gehofft hatte, dass sie da nichts auf die Ketten bekommen, dass wir da vielleicht nochmal rankommen können. Plötzlich sind wir einen Spieltag vor Ende Meister, weil eine Tordifferenz von 35 werden sie nicht im letzten Spiel aufnehmen. Die müssten 40-0 gewinnen und wir dürften maximal 4-0 gewinnen. Das wird nicht passieren. Auch nicht gegen Hannover 96. Beim Fußball ist viel möglich, ja, aber nein. Eher nicht. Gut. Dann, liebe Leute, verabschiede ich mich heute vor dem Abschluss gegen den Karlsruhe SC. Und dann geht es. Warte mal, ich gucke gerade, was ich noch machen wollte. Genau, vor dem Abschluss gegen Karlsruhe. Dann geht es ja morgen dran. Und dann geht es gegen Borussia Dortmund im Finale. Karlsruhe muss heute tatsächlich gegen uns gewinnen, um eine Chance zu haben, tatsächlich noch den Aufstieg klar zu machen. Klassenerhalt. Verlieren sie heute. Dann kommt es aufs letzte Spiel gegen an für den KSC. Verlieren sie heute, ja. Wundert mich das jetzt. Nee, es ist der 34. Natürlich, ist ja klar, der 34. Wenn sie verlieren heute, dann sind sie nämlich nur, geht es in die Relegation. Gewinnen sie heute, sind sie tatsächlich besser. Da sind nämlich einige Spiele noch nicht ganz ausgespielt. Ja, wie dem auch sei. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr zum Abschluss gegen Karlsruhe.